grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute das Thema Durchbruch trotz Zweifel. Wir lesen im Psalm 60, Vers 14, mit Gott wollen wir Taten tun, er wird unsere Feinde niedertreten. Mit Feind ist hier nicht wohl Menschen in dieser Form gemeint, nicht fremde Völker und all diese Dinge, sondern wie es das Neue Testament uns lehrt, dass unser Kampf sich richtet gegen geistliche Dimension, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern eben gegen die Finsternis. Und der Feind will eben ablenken, er will durcheinander bringen, er will ängstigen, er will in Zweifel führen. Hier haben wir nun den Psalmisten, wenn wir den Psalm mal ganz lesen, am Anfang, der sehr herausgefordert ist, der mit Zweifel konfrontiert ist. Das kennen wir vielleicht auch in unserem Leben. Wie wird's werden? Es scheint so niederdrückend, so schwierig, so herausfordernd. Wo ist der Ausblick, Gott? Wie soll das jemals zu einem guten Ende führen? Dann erinnert er sich immer wieder an die Verheißungen, aber gleichzeitig immer wieder die große Not. Es scheint so erdrückend und so schwierig und so herausfordernd zu sein. Aber irgendwie im Laufe des Psalms ändern sich die Dinge bis hin zu diesem Statement. Mit Gott wollen wir Taten tun, er wird unsere Feinde niedertreten. Das eine war auf der einen Seite, Herr, hilf, heile, rette du uns. Und dann diese Not mit der Erklärung, es geht nicht, es funktioniert nicht. Und dann aber am Ende dieser Durchbruch, Herr, mit dir will ich Taten tun, mit dir kann ich und will ich durchbrechen. Und du wirst letztendlich unsere Feinde besiegen, auch die Feinde unseres Lebens, nämlich den Feind, der Durcheinanderbringer, der Ankläger, der unser Leben nicht mit guten Dingen segnen will, sondern mit Versuchungen und anderen Dingen, um zu Fall zu bringen und abzulenken und so weiter. Was ist nun wichtig? Für uns ist hier entscheidend zu erkennen, dass der Psalmist sich an den Verheißungen festhält. Dass er immer wieder sein Inneres öffnet dafür, dass Gott Dinge versprochen und gesprochen hat. Wenn wir allein an die Bibelstelle denken, im Römerbrief, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dass Gott, wie es an anderer Stelle heißt, dass er sich nicht spotten lässt, dass er Segnungen freisetzen wird, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm Anteil geben, wenn dass wir darauf uns verlassen können, dass von Gott nur gute Dinge kommen und so weiter. So viele Verheißungen, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Und ja, natürlich, gerade auch in der jetzigen Zeit, da machen wir uns Sorgen, da machen wir uns Gedanken, wie wird es werden und so weiter. Aber wir dürfen hier im Glauben und im Vertrauen an Gott durchbrechen, indem wir uns an seinen Verheißungen festhalten. Ich weiß nicht, wo der Einzelne herausgefordert ist. Mag sein in der aktuellen Situation, aber vielleicht auch ganz persönliche Dinge, Glaubenskrisen, Situationen zu Hause, in der Ehe, mit den Familien oder mit der Familie, Freunde, Streit auf der Arbeit, Mobbing und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die uns wirklich bis ins Mark hinein erschüttern, herausfordern können, zur Not bringen. Letztendlich auch Krankheiten und andere Dinge. Und wir dürfen aber uns immer wieder neu, auch heute, ausstrecken. Danach, nämlich Heiliger Geist, hilf mir, dass ich in deinem Wort erkenne, was deine Verheißungen sind über diese Situation. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir immer wieder die Bibel lesen und dass wir sie konkret auch lesen, uns damit beschäftigen. Was sagt denn Gott zu diesem, jenem Thema? Dass wir uns eine Person raussuchen in der Bibel und diese mal studieren, welche Kämpfe und welche Nöte und Situationen hat diese Person gehabt und so weiter. Was ist der Wille Gottes? Was sind die Gedanken Gottes? Und da passiert etwas, nämlich, dass der Heilige Geist, so sagt es Jesus, uns nicht alleine lässt, sondern dass er uns das von Jesus hineingibt in unser Herz, dass wir sein Wort verstehen. Er wird euch erinnern an alles, was ich gesagt habe, sagt Jesus. Und so dürfen wir darauf vertrauen, dass da, wo wir in Zweifel geraten, wo wir nicht weiter wissen, wo wir herausgefordert sind, dass er imstande ist, uns einen Durchbruch zu schenken in unserem Glauben. Genauso wie es hier beim Psalmisten war, dass wir am Ende dastehen und sagen, mit Gott will ich Taten tun. Ich darf nach vorne blicken, denn ich weiß, er wird letztendlich unsere Feinde besiegen. Das wünsche ich uns von Herzen. Gott segne euch. Wir sehen uns morgen sehr gerne wieder.